Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier beim Rough Solo Adventure. Ich habe mir erlaubt, jetzt schon mal die Insel komplett unten rund freizulegen. Also zumindest das, was ich halt jetzt gefunden habe. Und da kam schon einiges zusammen, muss ich sagen. So, ihr seht schon hier, also 48 mal Schrott. Ich habe auch die Fische erledigt. Ich habe auch einmal den Bruce, der ist mir direkt vor die Lanze geschwommen. Also von daher hat sich da schon ein bisschen was getan, muss ich sagen. So, ich räume aber jetzt erst einmal die Sachen hier rein. So, das sind die Bänder. Zack. Weil dann können wir nämlich auch heute gleich weiter. Den habe ich vergessen. Rezept Kunststoff. Wieso habe ich einen Kunststoff einstecken? Ach so, das eine Fass wahrscheinlich. Ich habe nämlich jetzt halt unterwegs auch noch Holz eingesammelt, was da so war. Zack, rein damit. Halt. Falsche Richtung. So, jedenfalls, Sonne geht gerade auf. Ist gerade aufgegangen vor ein paar Minütchen. Ein paar Sekündchen, wie auch immer. Ah, das wird schon langsam hier. Oh, nochmal. Ja, jetzt so langsam sollte ich mal schauen, dass ich hier was koche. So. Der Hi-Hat. Da war's, ne? Nein. Doch da. Haben wir schon mal vier. Also ich denke mal, dass ich die so ein kleines bisschen dekorativ aufhängen werde. Vielleicht hier in den Besprechungsraum, da hinten, wenn es geht. Vielleicht was reinhängen. Ah, muss ich mal gucken. Muss ich mal gucken. So, das Rezept haben wir noch. Und dann wird es ja auch so langsam mal dazu übergehen, dass wir aufwerten. Ja, warte mal. Das ist immer das, wenn man unterschiedliche Games macht, ne? So, das passt schon. Noch ein Schluck hier. Das Ding ist wieder voll mittlerweile. Das ist gut. So. Schauen wir mal. Ich glaube, wir können einfach dann losdüsen. Allerdings muss ich schwenken, ne? Weil wenn ich jetzt halt einfach losfahre. Dann werde ich wahrscheinlich gegen die Insel knallen. Okay. Ich denke, wir fahren dann einfach mal halt in die Richtung. Es ist ja total egal, wo wir hinfahren. So, da hinten habe ich die Bretter und so weiter weggelootet. Was das so war. Ich denke, so können wir machen. So, einen Haken habe ich komplett aufgebraucht. Ja, Flossen sind aufgebraucht. Warte mal, dann tue ich dich da rein, weil dich brauche ich nicht. Wir könnten eigentlich auch mal schauen, ob wir wieder irgendwo in den Strom reinkommen. Was passiert, wenn ich ausmache? Wohin treibt es uns? Okay, uns treibt es dann dahin. Eine Sekunde. Würde ich sagen, gehe ich mal rum. Ah, wir sind noch zu nah an der Insel dran. Wir werden wahrscheinlich dagegen hutzen. Gehen wir noch ein bisschen rum. Und dann werde ich nochmal schwenken. Dann werde ich gucken, dass wir wieder in diesen ganz normalen Strom reinkommen. So, wahrscheinlich noch weiter rum.
jetzt fahren wir erst einmal 2-3 Minütchen, dass wir wirklich weg sind von hier. Ist da vorne irgendwas? Nee. Ah. Komm. Nummer eins. Dich auch noch, komm. Ich glaube nicht, dass ich das noch erwische, oder? Ah, doch. Cool. Aber das definitiv nicht mehr. Nee, es war schon vorbei. Okay. Es regnet wieder, das ist schön. Aber bringen tut es mir jetzt gerade im Moment nichts, weil ich ja nicht mit den Pflanzen hantiert habe. Ach, da vorne ist die nächste Insel, oder wie? Oder sind es Wolken? Hier ist die nächste Insel. Okay. Dann fahren wir halt jetzt wieder genau drauf zu, ne? Ist egal. Dann fahren wir eben die Insel noch an. Einmal Fass. Aber das dürfte eine kleine sein, weil ich hatte nur einen Pieper auf dem Tacho oben. Aber ist egal, wir können auf jeden Fall hier gleich weiter looten. Schaut mal auch groß aus, ne? Hier ist schon eine kleine. Okay, tun wir die nach oben schnell, die Sachen. Ich nehme mein Paddel raus. Ups. Okay, das ist natürlich jetzt ein wenig knapp. Gescheit knapp. Okay, aber es passt. Es passt. Es ist eine kleine Insel, dann geht's. Da werde ich wahrscheinlich noch ein, zweimal paddeln müssen, dass wir da dran vorbeikommen. So. Euch wieder rein. Euch gleich mal wegschmeißen. Pieper. Ich hoffe doch, dass der Pieper reicht. Das ist ja meistens in dem oberen Bereich. Da haben wir auch wieder ein paar Blumen. Okay, hier gehen wir weg. Uah. Nicht springen. So. Das kann ich aber auch gleich einsammeln. Jetzt hier beim Baumstamm? Okay, ist eh nur Schrott, aber ist egal. Seile raus, wir haben das da. Wir haben auf jeden Fall auch Schrott, das ist cool. Und natürlich Bäume wegnehmen. Komm, sammeln, los. Wohl einmal zumindest. Da ist es mir ja egal. Die haue ich eh weg. Weil die Mango bringt mir nichts. Da bringt, ehrlich gesagt, der Bananenbaum wesentlich mehr wie die Mangos. Gelbe Blumen. Warte mal, die Mangos kannst du nach unten nehmen. Die können wir gleich futtern. Jawohl.
Was? Nö. Jetzt haben wir es halt dunkel, ne? Naja, gut. Ist jetzt nicht so dramatisch. Nochmal. Ist jetzt nicht so dramatisch. So, die roten. Blaue. Blau, blau. Einmal. Zweimal. Komm, und wo ist die dritte? So. Gut. Dann können wir da gleich wieder Blumen pflanzen. Schön. So. Ich denke, dass ich Raft jetzt halt hier so ein kleines bisschen immer im Wechsel mache. Also einen Tag Part, einen Tag nicht. Ich habe es in dem letzten Part, glaube ich, gesagt, dass ich gerade ein bisschen eingespannt bin. Vor allem auch, was mein steuerliches Dingensen da angeht. Steuererklärung, das ist echt übel. Ich hasse das. Aber wer hasst das nicht, ne? Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben wirklich das komplizierteste Steuersystem, was es gibt auf der Welt. Und da möchte ich mich natürlich durchwursteln. Warum sammelst du jetzt den Schrott ein hier? Okay, warte mal. Wenn ich jetzt schon einsammle, dann können wir gleich ganz einsammeln. Und dann können wir auch gleich wieder weiter. Gut. Schauen wir mal, wo wir hintreiben. Kann sein, dass wir hängen bleiben, ne? Oh, nicht einmal. So wie es ausschaut, bin ich schon genau drin in dem Fahrwasser jetzt. Wenn ich mir das da so anschaue, da bei dem Auslieger hier, schaut ganz gut aus, ne? Ja, ist egal, wenn man so ein kleines bisschen zeitlich driftet. Ist ja wurscht. So. Einmal an den Müll. Zack, zack. Halt. Schrott raus. Bretter raus. Das Eisen tue ich. Ach, keine Ahnung. Lassen wir uns erst nochmal eine Zeit lang treiben. Weil ich glaube, so schnell kommt jetzt halt auch nichts mehr. Jawohl, sagt es nicht, ne? Gerade von der einen Insel losgefahren und schon war die nächste da. So, raus mit dir, raus mit dir, raus. Halt. Dich kann ich gleich vertilgen. Dann tun wir das Eisen noch weg. Und das tue ich jetzt damit rein. So, ich muss mir jetzt nur noch was einfallen lassen wegen den Blumensamen. Aber ich denke, dass ich die einfach dann mal hier mit reinschmeiß. Das wäre, glaube ich, schon... So, jetzt habe ich mich schon gewundert, plötzlich da eine Insel. So, ihr kommt nach unten. Da könnte ich eigentlich gleich die nächsten reinschmeißen, ne? Dann könnten wir wieder schwarz reinmachen. Blau kann man natürlich auch reintun, oder gelb, oder rot. So, dann machen wir jetzt mal die. Ich habe ja schon überlegt, ne, ob ich nicht nochmal ein paar von den Dingen aufbaue. Aber ich glaube, das wäre dann ein bisschen übertrieben. Komm, raus.
So, weiße Farbe. Wird so langsam ganz voll, ne? Da kommt tatsächlich die nächste Insel schon. Das ist sehr heftig. So, du kommst da raus. Oder wir machen hier oben die Pflanzen mit rein. Das wäre eigentlich auch nicht verkehrt, dass man jetzt halt hier noch, ich würde mal sagen, 5 Stück oder sowas von den Bäumen nochmal herstellen. Dann hätten wir, glaube ich, 40. Und dann eben, nee, machen wir nicht. Das Blumengedöns, das machen wir woanders hin. So, ich lasse mich da einfach vorantreiben. Wir halten dann wieder an und dann schwimme ich darüber. Ist egal. Die andere Insel habe ich zwar jetzt nicht gelootet, aber ist es ja auch im Grunde egal. Wir müssen ja nicht jedes Inselchen looten. So. Ah nee, brauchst du nicht. Das ist eigentlich ein Quatsch. Wir halten einfach an und fertig. Und dann schwimme ich rüber. Schauen wir mal, ob wir da dann heute was finden. Es wäre natürlich nice, ne? Ich denke, das passt auch so. So, Moment. Extrem viele Blätter, ey. Zack, 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 zack. Dann tue ich jetzt die Blumensamen wieder da rein. Ist mir jetzt eigentlich egal. Oder warte mal, ich tue euch nach unten, weil die Samen werde ich öfters mal da rein packen müssen in der nächsten Zeit. Wir tun die Hölzer natürlich rein. Und ja, können los. Ich denke aber bloß, dass ich einen zweiten Pieper noch mitnehme. Als Ersatz. Axten, nein, brauchen wir nicht. Halt. Halt! Jetzt werde ich schon wieder fast los. Weil ich würde mir auf jeden Fall gleich mal die Flossen anziehen und den Haken noch mitnehmen. Ich habe so viel Seetang auch gesammelt. Was ich da auch demnächst mal wieder was durchbraten sollte. Ich brauche eigentlich nur Schrott und noch ein bisschen Sand. Hauptsächlich das hier. Ja, wir haben sehr viele Loot-Touren in letzter Zeit. In den letzten Parts, aber da habe ich ja auch schon gesagt, da kommen wir gar nicht drum rum. Ansonsten wird es mit dem Bauen ein wenig komisch, ein wenig knapp. Aber es wäre auf jeden Fall auch mal eine Challenge, nur bauen das Zeug, was man über die Netze reinholt. Da haben wir noch mal ein Eisen für übersehen. Zack. Ich sage auch immer wieder Eisen, ne? Zu dem Schrott. Keine Ahnung warum. Stein, Stein, da haben wir noch. Auch sehr konfuses Geschwimme wieder hier.
Ich sehe kreuz und quer. Na gut, so viel hat es, glaube ich, hier gar nicht. Da ist ja nur der Upground. Na gut, komm. Drauf auf die Insel. Da wird's weniger. Und? Ein Koffer. Ja, das ist doch nice. Das ist doch nice. So, noch ein bisschen Blümchen. Einmal Äxtchen. Komm, Halbsamen. Also da sind es immer drei dann. Jetzt habe ich natürlich das Gerät dabei, ne? Aber gut. Ich hatte jetzt schon geglaubt, dass der Pieper ausgeht. Aber lieber habe ich ihn dann dabei, den Ersatz. Muss mal wieder in voller Größe, ne? Schön. Da haben wir noch eine Kiste. Schön. Noch schönere. Melonen. Blume, Blume. Aber diesmal ohne Samen, okay. Komm, gib mir. Yes. Das ist nice. Gut. Damit sollten wir alle haben, ne? Drei Stück. Jawohl. Dann können wir nämlich auch schon wieder gleich weiter. Weil da ist auch nichts mehr. Das ist so ein Fischschwarm. Dann Anker hoch und wir treiben es weiter auf dem Wasser. So, einmal die da. Dann haben wir Beschläge. Ne, haben wir gar nicht. Bloß der eine Nagel jetzt hier. Ey, die Bänder sind halt echt schon... voll voll, ne? So. Holz raus, Sand kommt hoch, das kommt alles hoch. Das kommt weg. Die kommt runter, die können wir essen. So. Algen. Da ist Titan. Und da ist Sand. Zack. Naja, irgendwann haben wir die Kiste auch voll. So, dann einmal hier den Pieper wieder rein. Den Haken überlege ich jetzt gerade, ob ich den... ob ich den gleich drin lasse. Jawohl, komm, den tue ich auch raus. Es hat schon wieder geladen. Sehen tue ich jetzt nichts. Aber ich glaube, wir sind auch in der Spur richtig. Ich sehe es halt hier vorne leider nicht mehr. Das ist das Problem. Aktuell habe ich die Spur hier. Ja, das taucht doch.
Sind wir auch wieder schön drin. Ein bisschen, glaube ich, ist rechtsdriftig, aber ist okay. So, halt. Blumen. Jetzt warst du gerade da, ne? Ich habe auch schon überlegt, ob ich die Farben denn nach oben schleppe. Also und in die großen Kisten rein tue. Achso. Oh Mann, jetzt habe ich echt überlegt. Hä, hatte ich die Samen nicht da reingetan? Aber ich habe sie ja hier wieder rein. So. Die Baumsamen nach oben. Und dann... Kann es gut sein. So. Das sind schon 19 Stück. Das ist schon irgendwas. Und die nächste Insel. Und auch wieder voll im Weg, ne? Mann. Also gut, da komme ich jetzt ums Paddeln nicht drum rum. Ich glaube, da komme ich ums Paddeln nicht drum rum. Ich mache mal 3-4 Schläge in die Richtung. Da geht es mir jetzt bloß ums Fass. Weil das wird mir nämlich vorbeischwimmen. Ich meine, es kann auch gerade reichen, ne? Das ist halt das Nächste. Weil es schaut manchmal so knapp aus. Ah, verdammt. Ich habe gehofft, dass ich die Blätter jetzt nicht erwische. Aber ist egal. Ein Schlag noch, dann ist das Paddel eh doch, oder? Ja. Das ist ein Blatt. Ist okay. Also jetzt rein von dem, wie ich hier laufe, müsste ich doch voll da draufstoßen, oder? Aber irgendwie... einen Schlag oder zwei. So, dann runter mit dem Anker. Dann passt doch eigentlich. Ja, da kommen wir dann auf jeden Fall vorbei. Das ist gut. Warte, wir können gleich wieder leer machen. Da ist noch Holz. Da kann ich mir gleich wieder ein paar Punkte holen. Fürs Angeln mit dem Haken. Na, ob ich den da vorne erwische? Yes. So. Gleich einsammeln, was geht, und gleich wieder wegschmeißen, das Zeug. Zack, zack, zack. Es wird eh schon wieder Nacht, ne? Das ist echt... Dann legen wir uns hin. Schlafen wir eine Runde, ist egal. So, das haben wir noch. Wir nehmen den
Ding wieder mit. Mit Ersatz. Die Axt sollte reichen. Ja, das Ding hätte ich da lassen können. Das haben wir gleich ein. So, wieder mal eine Sortierung, ne? Warte mal. Danke. Weil sonst schleppe ich diesen kleinen Fuzzi da noch eine ganze Zeit lang mit rum. So, aufnehmen. Wir haben... Ah, wieder ein Bild. Oh, war sogar mein Bolzen mit drin. Das ist doch gut. So, wir haben die Blumen wieder. Wir haben hier noch Blumen. Titan. Hölzer. Das Bild. Bild finde ich auf jeden Fall schon mal gut. Bild ist immer gut. Nein. Mit der Axt geht sowas besser. So. Eigentlich wollte ich den da rausschmeißen. Ist egal. In der einen Mango. Ah, das könnte eine ergiebige Insel sein hier. Weil die hat diese Höhle, da ist manchmal ja irgendwas drin. Jawohl. Drei Blüten, drei Samen. Das ist doch optimal, oder? Okay. Das passt. Dann würde ich sagen, wir räumen mal das Zeug wieder weg. So, Pieper, Schaufel, Paddel. Schrott noch weg. Die Bretter. Zack. Das können wir wieder in eins der Zimmer hängen. Ich glaube, hier habe ich jetzt noch keins. Nö. So, das kommt jetzt einfach mal hier hin. Ganz egal. Ab in die Schmelze. So. Geht schon. Ich mach manchmal Umwege, ne? Ohne Ende. Schon links da unten sein können. Manchmal schaltet man nicht. Also da ist... Da hat man dann plötzlich einen Weg vor Augen, der aber um einiges länger ist. Aber es wird euch mit Sicherheit auch gehen, wenn ihr ein relativ großes Schiff habt, dass ihr immer wieder in andere Richtungen lauft. So. Du kommst mal hier unten rein. Und dann würde ich sagen, wir werden das nächste Mal, also da werde ich wahrscheinlich schon die Insel gelootet haben oder wir looten die noch zusammen. Und dann möchte ich mal ein bisschen wieder bauen. Ich möchte vor allem anfangen, dass wir mal so die ersten Teile umgestalten, also in das saubere, in diesen Upgrade. Dass wir da mal dazu übergehen. Dass wir im unteren Bereich vielleicht das mal anfangen. Unterer Bereich, die sichtbaren Sachen, die sichtbaren Flächen, dass wir die mal upgraden.
Ich denke, das wäre nicht schlecht. Ein paar Sachen sind ja schon, aber eben noch nicht alles. Und da bin ich auch mal gespannt, weil ich denke, dass ich das eine oder andere wirklich nur von außen machen kann. Da werde ich auch einiges an Material wahrscheinlich verballern. Also verballern insofern, dass es weg ist. Weil hier oben zum Beispiel die Fenster, ne? Ich muss da irgendwas hinbauen, dass ich da seitlich kraxeln kann. Hier werde ich wahrscheinlich nicht einfach so an alles rankommen. Ich kann zwar hierher, aber ich komme an das Oberste, glaube ich, nicht. Doch, geht sogar. Okay, dann passt. Ja, aber ich werde trotzdem das eine oder andere brauchen. Auf jeden Fall. Okay, also wir machen dann das nächste Mal weiter. Ich hoffe, dass euch der Part heute gefallen hat. Er ist vielleicht ein bisschen kürzer, aber wie gesagt, in der Knappe der Zeit, die ich aktuell habe, ist es mir nicht anders möglich. So, Leute, lasst ein Like da, lasst Kommentare da und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.